Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Heute gibt es ein Video zu meiner Lieblingsrakeltechnik. Und zunächst verwende ich das Naphthalrot Mittel, um mir einen Hintergrund zu kreieren. Dieser Hintergrund ist ganz wichtig bei der Rakeltechnik, damit ich hinterher keine weißen Ränder habe. Denn bei der Rakeltechnik bleiben immer ein paar Stellen frei. Und solange ich mich nicht bewusst für weiß entscheide, werde ich immer eine Hintergrundbemalung vorsehen. Bei diesem Bild habe ich ja ein mittleres Rot gewählt und im Kontrast dazu dann das Reflexgrün. Und bevor ich das Reflexgrün aufgetragen habe, habt ihr es kurz gesehen, habe ich die Hintergrundfarbe getrocknet mit dem Föhn. Denn diese beiden Kontrastfarben haben sonst die Eigenschaft, ein Braun zu ergeben, wenn man die nass in nass mischt. Das ist bei der Rakeltechnik oder zumindest bei mir auf den Leinwänden nicht das Ziel, ein undefinierbares Braun oder ein Grau zu erstellen. Da Grün an und für sich auch im Mischungsverhältnis eine nicht ganz einfache Farbe ist, trockne ich auch diese Schicht zunächst an, bevor ich dann eine Perlfarbe auftrage. Und bei diesem Bild ist es das Perlrot. Die Perlfarben sind transluzente Farben und sie lassen immer die Farben, die darunter liegen, durchschimmern und sie selbst leuchten hinterher mit einem perlfarbenen Schimmer, in diesem Fall ist das ein leichtes Rot, durch die anderen Schichten hindurch. Wenn ich die Perlfarben mit meinem Rakelwerkzeug auftrage, kann ich fühlen, dass die Konsistenz dieser Farben leicht anders ist als die normalen Farben. Es fühlt sich tatsächlich beim Rakeln viel cremiger an. Dann habe ich etwas gewagt. Ich habe mich tatsächlich für Schwarz entschieden. Beim letzten Mal war es ja so, dass ich das Türkis Blau gewählt habe und das mir dann viele Schichten zugedeckt hatte. Und ich gebe zu, ich hatte Herzklopfen, als ich mir überlegt habe, und ich werde es jetzt ausprobieren. Denn Schwarz gehört definitiv zu den deckenden Farben. Ich habe aber als Rakelwerkzeug mein Tortenmesser, das ist ein größeres als bei meinem letzten Bild. Und ich habe beim Farbauftrag Schwarz diesmal nicht so fest aufgedrückt, sodass nicht auf allen Schichten das Schwarz übertragen worden ist. Und mit dem Ergebnis in der schwarzen Schicht war ich sehr zufrieden und hatte dann überlegt, welchen Kontrast ich als nächstes auftragen könnte. Irgendwie, es ist zwar noch nicht Herbst, fiel mir dann Orange ein und ich habe so das Gefühl, dass Schwarz und Orange mich so ein bisschen an Kürbisse und Halloween erinnert. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich fand den Kontrast echt super klasse. Und auch das Grün, was zwischendurch durchschimmert, harmoniert wunderbar mit diesem Orange. Als logische Konsequenz fand ich dann zu dem Orange das Ultramarin zu kombinieren. Das ist ein Blauton, der strahlt und leuchtet. Manche sagen auch dazu, dass er fast aussieht wie Kobaltblau. Die Farben sind sich auch sehr ähnlich. Inzwischen sind auch durch die verschiedenen Schichten diese wunderbaren Flecken und Schlieren in der Rakeltechnik aufgetaucht. Ich mag das unheimlich gerne, wenn dann diese verschiedenen Schichten durchschimmern, sich kleine Inseln bilden und man an manchen Stellen einfach noch bis auf die Hintergrundbemalung durchgucken kann. Beim letzten Mal habe ich ja ein dunkles Gold aufgetragen und ich fand, dass jetzt in jedem Fall auch eine Metallicfarbe zum Einsatz kommen sollte. Hier habe ich mich aber für das Lichtgold entschieden, das einen helleren Goldton aufweist.
Und bei dieser Schicht fange ich jetzt auch an, erste Akzente zu setzen. Das heißt, ich rakel nicht mehr komplett eine Bahn durch, sondern ich setze mein Rakelwerkzeug an verschiedenen Stellen auf der Leinwand an, um eben jetzt auch eine Bildkomposition aufzubauen. Was in jedem Fall immer gut wirkt, ist zum Beispiel eine Farbe zu wiederholen. Und deshalb hole ich mir jetzt nochmal das Perlrot hervor. Ich trage das Perlrot am Anfang etwas deckender auf, auch wenn das mit den Perlfarben fast nicht möglich ist. Und bei der zweiten Schicht nehme ich keine neue Farbe mehr auf mein Rakelwerkzeug, sondern ich rakel mit dem, was sich noch unterhalb des Werkzeugs befindet. Dadurch wird es sehr, sehr transparent und der Schimmer ist nur eben angedeutet und ein Hauch. Auch bei dieser Schicht drehe ich öfter die Leinwand, um einen anderen Blickwinkel zu haben, um dann entscheiden zu können, wo noch Farbe fehlt oder wo ich noch etwas verändern möchte, und trage dann dort auch die Farbe auf. Die Farbmischung, die sich aus Schwarz, Orange, Gold und dem Perlrot ergeben haben ein leichtes, metallisches Braun hervorgerufen, aber eben nur partiell. Und deshalb habe ich mich entschieden, nochmals zu einer Metallic-Farbe zu greifen, zu einem hellen Ton, und zwar zu Kupfer. Und auch Kupfer setze ich jetzt akzentuiert ein. Und auch dieses bildet einen Kontrast zu dem darunterliegenden Marineblau, was ich mir später wieder zunutze machen werde. Inzwischen habe ich nochmal zu einer dunkleren Farbe gegriffen, und zwar zu der Metallic-Farbe Graphit, die ich aber wirklich nur sporadisch einsetze, dort das Kupfer etwas abmildere, bevor ich dann nochmal zum Marineblau greife. Ultramarin möchte ich nochmal in die obere Ebene holen und setze auch das akzentuiert ein und rakel sehr, sehr sanft und vorsichtig mit meinem Rakelwerkzeug. Inzwischen habe ich auch keine der Schichten mehr angetrocknet, da ich möchte, dass sich die oberen Farbschichten leicht miteinander vermischen. Für die letzte Farbschicht greife ich ganz bewusst zu einer Perlfarbe, diesmal aber passend zum Ultramarin, und deshalb wähle ich die Perlfarbe in Blau aus. Auch diese wird jetzt akzentuiert eingesetzt. Ich drehe dazu auch die Leinwand noch ein paar Mal, sodass ich also immer kurze Stücke mit der Perlfarbe rakel, um damit ein harmonisches Ganzes zu den darunterliegenden Farbschichten zu bilden. Trotzdem möchte ich, dass die unteren Farbschichten nach wie vor durchschimmern. Und ich glaube, das gelingt mir mit der Perlfarbe Blau wirklich gut. Mir gefällt das Bild mit seinen Farbharmonien besonders gut. Und deshalb werde ich jetzt keine weitere Schicht mehr auftragen und etwas rakeln, sondern ich werde es jetzt so lassen. Das ist ja immer die größte Schwierigkeit, die man als Künstler hat. Wann höre ich auf in der abstrakten Malerei? Oder lasse ich das Bild so? Verändere ich noch was? Und ich habe entschieden, dass das Bild jetzt so bleibt und zeige deshalb nochmal ein paar Detailaufnahmen.
Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib mir gerne ein Like, abonniere meinen Kanal und ich wünsche mir, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Hab noch einen schönen Tag.